Was geht ab, liebe Anime-Fans? Die Dokubi 2023 ist ja an diesem Wochenende gestartet. Und am Sonntag, wo ich dieses Video aufnehme, läuft sie momentan noch am allerletzten Tag. Ich war nämlich schon am Freitag und Samstag da und ich muss sagen, es war ja mehr oder weniger eine Katastrophe, was da passiert ist. Da sind Sachen passiert, die überhaupt gar nicht passieren dürfen. Und falls du auch da warst auf der Dokubi, dann schreib es mal gerne in die Kommentare, falls du auch solche Sachen erlebt hast. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Video an, der kleinen Katastrophe der Dokubi 2023. Also bevor wir mit dem Video anfangen, ich habe nichts gegen die Dokubi. Ich bin liebend gerne da, die ist richtig, richtig geil. Aber ich bin der Meinung, dass dies ja einfach, ja, ein bisschen reingeschissen wurde. Und fangen wir zuallererst an, nämlich mit der Dokubi, beziehungsweise was vor der Dokubi war, nämlich die Security und die Taschenkontrollen und alles andere. Also ohne Scheiß, die Security bzw. die Taschenkontrollen, da hättest du auch gar nichts hinstellen müssen, weil Taschenkontrollen waren da nichts. Also du könntest mehr oder weniger straight up da einfach durchgehen und die haben nichts kontrolliert. Du hättest irgendwelche Waffen dabei haben können, irgendwie Metallstangen oder irgendeine Scheiße. Ich zeige euch das mal, wie das aussah. Du bist einfach hingegangen und dann waren die ganzen Leute und haben so getan, als ob du die Taschen kontrolliert hast. Ich habe hier ein Beispiel. Stellt euch vor, das ist jetzt meine Tasche. Die sind da hingegangen und die haben weder reingeguckt, wie auf anderen Messen. Die sind einfach hingegangen, haben kurz einmal die angefasst und dann meinten die, okay, ja, geh durch. Straight up scheißegal, was da passiert ist. Einige von meinen Freunden hatten da Metallstangen, die hatten da irgendwie noch Arbeitssachen, Schraubenzieher und irgendeine andere Kacke, wo du halt Menschen verletzen hätten könntest. Und ich denke mir so, WTF? Auf der Gamescom zum Beispiel komplett anders. Da gucken die in die Taschen rein und wollen halt sicher gehen, dass solche Sachen halt nicht passieren. Kommen wir zum zweiten Punkt und das ist so ein kleiner Rant, den ich ein bisschen weird finde, weil das ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Nämlich, es gibt so VIP-Tickets und Pressetickets. Das bedeutet, du kannst halt früher rein oder hast besondere Lanes bzw. Linien, wo du halt schneller reinkommen kannst. Aber das Problem ist, ein Kumpel hatte das und der hat halt ein Presseticket gehabt und der ist dann von der normalen Schlange einfach links daneben in eine kleinere Schlange hingegangen. Aber das hat halt nichts geändert. Er ist halt gleich schnell reingekommen. Aber er durfte, oh mein Gott, eine halbe Stunde vor allen anderen reingehen in die Hallen. Und wo ich mir denke, so, das bringt halt irgendwie gar nichts. Also so, das ist halt, das bringt halt einfach nichts. So eine halbe Stunde, da kannst du nichts machen. Und da hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, dass vielleicht die Dokubi, dass wenn du irgendwie YouTuber, Streamer oder irgendwie Blogger bist oder was auch immer, dass du halt schon ein bisschen früher da bist, um da irgendwie Sachen zu filmen, irgendwie dokumentieren und halt andere Sachen, weil was willst du in dieser halben Stunde machen so? Und dann kommen dann Millionen Menschen rein und machen halt irgendwie crazy shit und du bist halt von der normalen Schlange ganz normal da. Du musst dich halt trotzdem noch, wenn du in die Dokubi reingehst, musst du dich halt immer noch komplett hinten anstellen und das finde ich halt ein bisschen weird und das ist so, keine Ahnung, wozu gibst du Geld aus oder wozu bewirbst du dich, um sowas zu bekommen? Das ist halt, ja, unnötig, aber ist halt nur meine Meinung. Also da ist so bisschen, wo ich den Fokus lege, aber mit den weiteren Sachen, die ich euch jetzt erzähle, die, ey, ich habe das gesehen, ich habe es einfach nicht geglaubt, weil das ist so dumm, aber ihr werdet jetzt nochmal sehen. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 3 und das ist, Leute, ich verstehe nicht, wie kann das sein? Ich habe ja vorher erzählt, so die Security gibt es nicht wirklich, also beim Eingang und dieser Punkt, ne, da waren Cosplayer und ihr müsst das wissen, das sind Sachen, die offiziell von der Dokubi-Seite bzw. von Dokubi-Twitter selber gepostet wurden. Da sind Leute, also ich kann ja verstehen, es gibt ja Cosplayer wie Tokyo Revenger, die haben ja hinten dieses Swastika-Zeichen, da ist halt auch mal so eine Sache, das ist halt entweder so, ja, Anime-mäßig, das bedeutet ja auch anders, aber in Deutschland, das hat ja diesen Background, das nicht so geil ist. Na, kann ich komplett verstehen, dass du da sagst, ja, es kann so gehen oder halt so gehen. Ist halt eure Entscheidung. Aber Leute, da waren Cosplayer. Ich schwöre euch, die haben sich wirklich als Nazis verkleidet. So ein Militäranzug und so ein Scheiß. Und die hatten einfach das Hakenkreuz. Einfach als Armband und so ein Scheiß. Und da war nicht einer. Da waren irgendwie so eine ganze Truppe. Und ich frag mich, Bruder, wie kommen die da rein? Wie kommen die in die Dokubi? Weil ich kann verstehen, so wenn du halt nichts anhast, aber so Militärleute, die nicht normal irgendwie Anime-Style, sondern richtig Militär gekleidet sind und Gasmasken und all so eine Scheiße haben. Und, Bruder, das geht nicht. Und dann wurde natürlich die Security und Dokubi und alles angeschrieben und dem Bescheid gesagt, die wurden nachher rausgeschmissen. Aber wie kann das dann sein, dass die überhaupt da reinkommen? Das ist halt, die können das vielleicht verstecken oder so. Aber I mean, come on, ey, da kann man ja ein bisschen kontrollieren oder halt, wenn du die siehst, so, wo ist Cosplay, Bruder? Wo ist das ein Cosplay, wenn du
wenn da, ich habe leider kein Bild gemacht, das halt die Scheiße da. Ich habe kein Bild gemacht, aber da waren so 6, 7 Leute und die standen da, die haben auch alle salutiert und hatten alle dieses Hakenkreuz-Armband. Und ich denke mir so, muss nicht sein. Hashtag Animesse so. Bruder, es war so schlimm. Es war wirklich richtig schlimm. Kommen wir aber jetzt zu zwei Sachen, die mich richtig abgefuckt haben und die dürfen so, das darf überhaupt eigentlich gar nicht passieren. Weil das ist richtig krass. Ihr müsst nämlich wissen, es gibt ja auf der Dokumi Helfer oder irgendwelche Support-Leute, die sind halt immer gekleidet. Die haben halt, ich glaube, dieses Jahr Dokumi war das so ein grünes T-Shirt und so ein rotes und die haben halt extra so einen Pass gehabt, wo du halt draufstehst, so, das ist dein Name, bin Dokumi-Helfer und was für eine Scheiße. Das Ding ist, das Problem ist auch, dass die Menschen ein bisschen dumm sind, so, es ist halt einfach so. Weil die Dokumi hat nämlich gepostet, dass Leute sich als Hashtag Helfer ausgegeben haben, ohne dieses T-Shirt, ohne irgendwelche anderen Sachen und haben den Leuten dann irgendeine Scheiße erzählt. Und das Krasseste ist nämlich, dass sie den irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch im Kontext zusammen ist, nämlich Essen oder Getränk oder so kleine Snacks gegeben haben. Und da war halt irgendeine Scheiße halt mitgemischt, was halt den Leuten irgendwie Schmerzen bzw. irgendwie Übelkeit oder was auch immer gemacht hat. Und ich denke mir seid ihr behindert? So, wer macht das? Wer verkleidet sich und zieht so eine Scheiße ab und so tun als Hashtag Helfer, um irgendwelchen anderen Leuten Schaden zu zwingen? Aber auf der anderen Seite auch, Leute, ihr nehmt nicht von irgendwelchen random Leuten, die da vielleicht nicht arbeiten oder irgendwelchen random Leuten irgendwie Essen, Getränke oder irgendeine andere Scheiße ein. So, das verstehe ich nicht. Ist Menschenverstand, das ist ja auch so wie früher, als diesen kleinen Kindern das erzählt wurde. So, yo, du gehst nicht in diesen Süßigkeiten-Van oder du nimmst nichts von erwachsenen Leuten an. Das ist halt einfach, ist halt ein bisschen dumm, ist halt sehr, sehr unlucky. Aber das sind einfach irgendwelche, weiß ich nicht, dummen Leute, die das machen. Und das geht halt absolut gar nicht. Das ist richtig assi. Und darauf sollte man auch achten und das sollte man auch eventuell mehr verbreiten, dass sowas überhaupt gar nicht überhaupt passieren soll, dass sich Leute als Helfer verkleiden. So, I mean, man sieht das ja, dass sie halt irgendwie diese Kleidung haben, da steht ja extra Dickfett drauf, aber einige Leute sind halt trotzdem drauf reingefallen und das finde ich schon sehr, sehr, sehr schade. Zum Ende möchte ich aber auch nochmal zwei kleine Sachen ansprechen, nämlich die Sicherheit. Da war nämlich, boah, Leute, das war einfach so crazy, es gab nämlich so ein Playmobil, ja, so ein Playmobil-Naruto-Event. Du hattest dann so einen Parcours, den du machen könntest. Und das Ding ist, es ist natürlich gefährlich. So Parcours-mäßig und alles. Da muss man halt echt aufpassen. Aber anscheinend war das Polster nicht ganz gut. Oder irgendwie ein bisschen unlucky. Oder vielleicht ein bisschen zu stark schon ausgedehnt. Beziehungsweise zu oft wurde das gemacht. Und da war nämlich ein Junge. Der ist nämlich diesen Parcours gerannt. Beziehungsweise diese Hürden und alles. Und der ist dann gesprungen. Und ist dann aufgefallen auf diese Matten. Und diese Matten waren halt, ja, wahrscheinlich irgendwie eingedrückt, weil er halt zu oft schon drauf getreten wurde. Und der ist dann umgeknickt und hat sich einfach das Bein gebrochen. Und das war nicht cool, das war nicht cool zu sehen, das war nicht cool zu hören. Und der musste dann von Krankenwagen abgeholt werden. Und da denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht kann man nicht irgendwie andere Matten nehmen oder stärkere Matten oder irgendwie gucken, dass sowas nicht passiert, weil das ist schon auch scheiße. Ich meine, man muss da nicht teilnehmen, aber man kann ja sicher gehen oder sicherstellen, dass sowas überhaupt gar nicht passieren kann durch irgendwelche Sicherheitsexperten oder irgendwelche Unternehmen, die halt das sicherstellen. Das ist halt, weiß ich nicht. Das war auch nur eine Sache, die ich halt dazu gesehen bzw. gehört habe. Aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also das muss auch nicht unbedingt sein. Aber der allerletzte Punkt ist, ihr werdet das wahrscheinlich hören, die ganze Twitter-Community, ganzen YouTuber, alles haben davon geredet, Mann. Diese Allmachtskirchen-Clowns da, Leute, die waren ja anscheinend auf der Dokumi oder wollten dahin, ich weiß es nicht. Und die haben halt allen möglichen Scheiß da geschrieben, so, wir werden eure Cosplays zerstören. Da wurden auch, ich glaube, irgendwie ein paar Cosplayer haben das auch gehabt. Irgendwelche Leute haben die Cosplays kaputt gemacht oder irgendwie, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das nicht mitbekommen, ich habe das auf Twitter gelesen. Aber so, Bro, come on, warum machst du das so? Das ist unnötig. Ich weiß nicht, wer die gefickt hat, so, dass du halt so eine Scheiße machst, wenn du eine ganze Squad einfach holst und sagst, yo, wir gehen auf die Dokumi, wir machen da Stress und allen möglichen Scheiß. Das sind irgendwelche Clowns, die haben keine Freunde, die haben einfach Langeweile und wollen einfach andere Leute abfacken. So, das ist einfach Kacke, ey. Und da sollte ja mehr Security sein, da sollte mehr Polizei sein, Bruder. Da war nichts, original nichts. Ich habe da keine Polizei gesehen, ich habe da nicht viele Security-Leute gesehen. Das war einfach, Bruder, das, als ob die so geschrieben haben, yo, das war einfach ein Prank. Sehr, sehr, sehr unnötig. Sehr, sehr, sehr unnötig. Aber ja, das ist halt einfach alles, was ich sagen wollte. Das ist halt so viel schief gelaufen. So eine Kacke darf halt überhaupt gar nicht passieren. Mit diesen Drogen, mit diesen Leuten, die sich als Helfer ausgeben. Mit diesen Allmachtskirchen, mit
Security und irgendwelchen Nazi-Cosplayern und so. Was sollen die Scheiße, Mann? Das war letztes Jahr gar nicht, weil dieses Jahr war das richtig, richtig schlimm und die Leute haben das alle geschrieben, alle haben das abgefuckt und die Dokumi wurde halt zugespammt mit Sachen, die halt fehlerhaft war. Und das finde ich schon sehr, sehr scheiße. Und ich hoffe mal, dass sie das irgendwie nächstes Jahr besser machen, weil, ey, wir sind alle Anime-Fans, wir lieben die Dokumi und wir wollen ja, dass sie weiterhin so gut wird und weiterhin besteht. Und wenn halt solche Kacke mal passiert, kann halt sein, dass das, ja, geringer wird, kleiner wird oder vielleicht mal irgendwie ausfällt. Und das wird dann für alle sehr, sehr scheiße sein. Aber was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Hat euch die Dokumi gefallen oder habt ihr das auch miterlebt oder gesehen oder von irgendwelchen Freunden mitbekommen, dass solche Sachen da passiert ist, dann schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde mich echt, echt freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder von der Dokumi. Dann haut ihr rein und ciao, ciao.